auf, Freunde des geilen YouTube-Sports. Hier ist euer Virus. Nice. Ja, und wir kommen zu einem kleinen Video-Room-Tour. Ja, ich habe noch keins gemacht, seitdem ich hier in dieser Wohnung wohne. Und bevor ich jetzt ein paar Klamotten verkaufe, dass er nicht mehr so aussieht, wie es sonst jetzt aussieht, lasse ich euch jetzt mal ein bisschen dran teilhaben, erzähle eine kleine Geschichte dazu. Wenn es sich ergibt, dann und dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. So, haben wir einen kleinen Spiegel. Diese blauen da habe ich mal so von jemandem gekriegt. Ich weiß nicht, ob ich den mitnehme oder ob ich sage, der fliegt auf den Müll. Ja, moin, man kennt ihn. Da, Schleichwerbung. Ja, nette Aussicht nach draußen. Der Vermieter macht endlich mal ein bisschen was. Jetzt bei dem Wetter ist auch bei der Gartenfirma nicht viel los. So, und hier haben wir jetzt die Abstellkammer. Und hier habe ich jetzt mein Terrarium, aber das will ich auch noch loswerden. So, meine Abstellkammer. Also ich habe das Fenster vorher gekriegt. Ihr seht die Fensterbank hier. Das ganze Fenster sieht so aus. Ich habe mal ein bisschen anfangs mal sauber gemacht. Da sieht man noch ein bisschen was Rotes. Ja, was ist jetzt gerade mit dem Licht von draußen? Ihr seht das so, da oben haben wir es rot. Ja. Hier übliche Müll halt, Abstellkammer halt. Das Ding ist auch neu gekommen. Ja, so, dann sind wir hier wieder in der Küche. Ich habe halt hier meine Gefrierkombi. Aldula von Kumpel von Sven gekriegt. Hat auf dem Dach kleben gehabt, jo. Ist ein bisschen Geschmackssache, diese Almdudler. Dieses Limonade hatten wir beim Aldi drin gehabt hier. Ist ein bisschen Geschmackssache, aber es geht. Ist gar nicht so übel. Das ist Gewohnheitssache halt. Ne? Schiefe Turm von Eierkarton. Ja, da habe ich mir mal was gebastelt, damit die Mikrowelle oben drauf kann. Aber da ist die Sicherung durchgebrannt. Jawohl. Und dann Spezialschrauben. Torque oder Stern oder wie das heißt. Ja, das ist dann halt meine kleine feine Küche hier. Das, was man wie braucht, ja, außer die Flaschen in der Ecke, die stehen auch schon ziemlich lange da. Ich bin zu faul, das wegzubringen. Meine Küche, die Stühle, der Tisch. Seitdem ich hier drin bin, habe ich das vielleicht ein- oder zweimal genutzt, höchstens. Also wird verkauft. Ich habe da gemeinnützig an der Stadt. Da gibt es dann diese, wie GAP oder hier oben auch Team mit Puls, sowas, also gemeinnützig, die nehmen die Klamotten für umsonst, ohne Geld dafür zu nehmen. Jo, ich habe meine Waschmaschine. Muss natürlich sein, das ist mein Papierkorb, da kommt nur Papier rein, das ist Restmüll. So, Licht im Flur. So, meine Garderobe. Mit zwei schönen Bildern von Australien dabei. Ja, darf halt nicht fehlen. Werbung, so, gelber Sack. Bei mir ist Mülltrennung oberste Pflicht. Ja, aber noch ein bisschen was an Sperrmüll. Hier schon meine Wäsche, weil alles ziemlich voll steht hier. Das muss ich alles in den Glascontainer bringen, was da unten steht. Das ist Frodo sein Plätzchen. Sein Scheißhaus. Hier ist mein Scheißhaus drin. Mache ich jetzt nicht auf, weil ich gerade kacken und Vorsicht, Danger, Danger. Ja, ich musste diesen das jetzt als Flur nehmen hier, wo ich drinne stehe, ja, weil das umfunktioniert worden wurde. Das war mal mein Flur. Aber hier musste eine Tür für eine andere Wohnung rein. Und ja, auch hier war eigentlich die Tür, die hier für die Wohnung von da. Aber aus der Wohnung, die knapp 120, 130, 40 Quadratmeter ist, wurden zwei Wohnungen gemacht. Eine für da. Und eine für hier. So, und deswegen habe ich gesagt, ich verzichte auf den Flur und mache mal Dings rein. Aber mein Vermieter kommt mir da auch nicht entgegen. Egal. So, und dann gehen wir mal wieder rein. Bisschen frisch draußen. So. Oh, was haben wir da? Das Schlafzimmer sieht zwar unaufgeräumt aus. Ja, noch ein altes, vom Wohnzimmer so ein altes, wo man drauf sitzt, ne. Vom vorherigen Sofa, da haben wir die ganzen DVDs drin, da habe ich ja auf meinem Vlog-Kanal, wenn man oben rechts ein Ausrufezeichen, könnt ihr mal draufklicken, das ist mein Vlog-Kanal, da sollen jetzt demnächst auch mal ein paar Videos kommen. Jo, meine Werkzeugkiste, mein Bett, das habe ich mir erstmal selber höher gesetzt, damit ihr das mal seht. Frag mich jetzt nicht, wie hoch das ist, nur wenn ich mich draufsetze, ist das praktisch.
Ja, dann ist meine Kommode. So ein paar Accessoires von meinen Ex-Freundinnen dran. Ups. Ja, da haben wir den lieben Frodo. Ja, das ist halt mein Schrank. Die zwei Schränke werden zum Beispiel wahrscheinlich übernommen von jemandem, der oben drüber ist, frisch eingezogen ist, weil ich da, wenn ich, es soll wohl umziehen demnächst nach Köln wegen der Arbeit. So, da warte ich aber jetzt erst, weil ich jetzt erst nach Köln runter muss. Und ja, um mir das alles anzugucken und so weiter und so fort, dann wird sich dann entscheiden, ob das dann so ist oder nicht. Aber wenn ich die Klamotten vorher schon mal weg habe, beziehungsweise die zwei Sachen hier aus dem Schlafzimmer fliegen erst dann weg, wenn ich wenn ich umziehe, kurz bevor ich umziehe, die Klamotten auch in Kartons rein oder so oder Müllsäcke, dann fliegen diese zwei Klamotten nicht auf den Müll, sondern kriegt dann der da oben. So, mit habe ich das dann auch schon mal weg, muss mich nicht um Sperrmüll kümmern, also wenig wie möglich. Jo, diese zwei Computertische, ich weiß nicht, ob diese gemeinnützige Einrichtung, da bin ich wieder, ob die die nehmen, ansonsten fliegt draußen, ist, kommt zwischendurch mal ein Schrottkerl und da kann der sich die mitnehmen, das ist mir dann auch egal. Hab nicht viel für bezahlt. Hängt nur ein bisschen dran, weil man die schon so lange hat. Gut, das ist von meiner Nachbarin, das Ding. Da habe ich aber wenig gebraucht, den weißen. Ist halt ganz normales Schlafzimmer, ja, mit so einer kleinen Dekoration. Da habe ich meine DJ-Koffer noch da unten stehen. Jo, das ist ja mein Schlafzimmer. Wollingen. Oh, zack. Im Schlafzimmer habe ich eigentlich. Ach, komm her. Im Schlafzimmer habe ich eigentlich wenig Heizung an, weil ich kann mit der Heizung, wenn es warm ist, kann er nicht pennen. Ich habe mal vor, jetzt sitzt eine alte bei mir dabei liegen so und die hat ja, Weiber, ihr wisst ja generell, eine Körperausstrahlung, da ist so, denkst du, wärst in der Sauna oder so. Also das ist echt schon heftig. Da brauchst du keine Heizung mehr irgendwie. Aber Frauen frieren trotzdem, obwohl die wärmer sind als du. Naja, so ist das halt. Ne? Und also schläft man eigentlich fast nackig, damit man sich so richtig schön reiben kann. So, okay, wir gehen jetzt. Also mal ein kleines Badezimmer. Habe ich hier. Ich muss sagen, im Moment habe ich absolut nicht sauber gemacht. Bei mir sieht es auch aus. Ich bin auch voll der Normalo. Ich kann sauber machen, wenn ich will. Und ich werde jetzt auch wieder ein bisschen sauber machen demnächst. Oh, das Bild hängt schief. Das mal ein bisschen gerade machen. Aber wahrscheinlich erst, wenn ich ausziehe, so ein bisschen grundreinigen oder zwischendurch, weil ich im Moment habe ich wieder ein bisschen Bock, wieder was sauber zu machen. Ich habe schon ein bisschen was aufgeräumt und so. Ja, hier mein kleines Badezimmer. So, mach mal Licht an, damit ihr ein bisschen was seht. So, da kommt die Fumpfel. So, das ist halt meine kleine Badewanne. Da ein paar Utensilien, Waschbecken und ja, das da. Das ist also ein bisschen der Dreck, aber ich sag ja. Ich weiß nicht, ob die perfekt was sauber machen ist, aber ich kann auch anders, so ist es nicht. Sieht nicht immer so aus. Nur bei mir stehen keine Essensreste oder beziehungsweise Lebensmittel, die ich nicht mehr gegessen habe, irgendwo rum, bin zu faul zum Spülen oder was gibt es bei mir nicht. Da kenne ich ganz schlimmere Sachen. Also, das ist echt ekelerregend. Ohne Scheiß, dass da noch sich noch kein Ungeziefer gesammelt hat, ist ein Wunder. Aber da muss die Person selber mitleben. Ich hoffe, dass ich das nicht mitmachen muss. So, jetzt kommen wir ins Wohnzimmer. So sieht das aus. Das ist mein kleines Wohnzimmer. Das ist eigentlich Frodo sein Scheißreich. Scheißreich würde ich nicht sagen. Aber das benutzt er nie. Es ist zwar gewaschen, aber unbenutzt. Jo, das ist halt ein bisschen dreckig wegen dem Staub. Machst du nichts, aber er benutzt meistens die Stelle oder da, wo ich liege. Ja. Das ist dann mein Tisch dazu. Hier, wie ihr seht, ist ja dann mein Gaming-Bereich. Da habe ich jetzt zum Beispiel ein Regal, so ein paar Spiele drin stehen. Ja, und unten habe ich auch Musik-CDs. Ganz unten. Oh, ich habe das mal so, da müsst ihr sehen, ja, so genau. Ja, da habe ich auch noch ein paar Filme. Also, ich habe die ganzen Filme, die ich hinten im Karton habe, alle hier rausgenommen. Meine kleine Geldsammlung. Ich bin ein bisschen reich, aber nur ein bisschen. Das sind Einer-Cents zum Beispiel. Die kleine Flasche in der Mitte sind Zweier. Das sind Fünfer. Und in der blauen, die ist komplett voll bis oben, das sind auch Zweier. Ja, das ist mein Maskottchen, ne?
Jo, die Lampe habe ich hier halt wegen dem Greenscreen, damit ich gut ausgeleuchtet bin, weil, wie ihr seht, das ist ganz schön eine Entfernung von da bis in diese Ecke hier mit dem Fenster. Machst du nix. So. Das Sofa fliegt raus. Also das wird jetzt, ist schon so gut wie weg. Also ich kriege, da geht das Geld und dann geht das Sofa direkt nebenan. Nebenan habe ich nämlich auch noch einen Nachbarn, der für paar gute Euros sich das Sofa hamstern kann. Dann habe ich das schon mal weg, dann brauche ich das nicht mitnehmen für den Umzug. Und zum Schaden zum Wegschmeißen ist es auch. Also was weg ist, ist weg. Scheißegal, Bude leerer, dann halt sie wieder ein bisschen mehr. Aber ich denke mal, es soll für die weiteren Aufnahmen, die ich so weiter hier noch machen werde, bevor ich dann den Bürojob antrete in Köln, wenn es dann soweit ist, ja, dann noch reichen. Jo, das hat meine Mutter das letzte Mal hier war, hat es hinterlassen, putz mich. Ja, das ist halt mein kleiner Fernseher, kleines Gut. Ja, mein Receiver, ich habe jetzt gestern erst Elektronik ein bisschen ausgemistet, auch mein erster Computer vom Camillo. Der lebt immer noch, der Rechner, der läuft auch immer noch. Ja, den Tisch habe ich verkauft, auch für ein paar Euro. Unten im Keller habe ich auch noch ein paar Sachen drin, aber da gehe ich jetzt nicht zum Keller, um euch die Rugtour von dem Keller zu zeigen. Da ist nicht viel drin. Ein paar Fahrrad, Werkzeug, ein, zwei Regale, wo mein Pocketbike noch draufsteht. Und ja, ansonsten, hey, ich gucke in die Ecke, weil ich dachte, das ist mein Keller jetzt in die Kellerecke. Total bescheuert. Egal, weiter geht's. Ja, ein bisschen Grünzeug habe ich auch. Ich müsste es nur mal wieder ein bisschen entstauben. Ist ein bisschen Staub drauf, die Dinger. Aber das da. Den Kaktus habe ich natürlich auch schon ziemlich lange. Ich habe da mal zusammengefegt und da einfach liegen lassen, weil ich zu faul bin, das wegzuräumen. Ja, hier mein Kaktus. Aber den muss ich mal wieder zusammenbinden und mal tiefer einerden. Sonst habe ich zwei verschiedene. Einmal den da und einmal den da. Ich glaube, die sind sogar schon auseinander. Aber denen geht's gut. Ich muss sagen, den Kaktus, wo ich den gekriegt habe, da war der so hoch wie der da unten. Und die wachsen ganz gut, muss ich sagen. Wachsen ganz gut. Muss nur mal tiefer eingraben. Aber das muss ich dann mal machen, wenn mir jemand mal hilft. Weil alleine wegen diesen borstigen Stacheln ist das nicht so der Fall. Ja, Haushaltsauflösung hatte ich mal. Da war dann halt dieser Rechner dabei. Laufen tut er. Aber ich weiß nicht, warum nicht weiter nicht laufen tut. Das heißt, ich kriege kein Bild. Ich weiß nicht, was ich mit dem Ding machen soll. Keine Ahnung, ob ich den wegschmeißen soll. Oder wenn jetzt einer von euch drunter schreibt, du hättest gerne Interesse an das Ding, kannst du gerne haben, wenn dich damit auskennst, woran, was wie Licht, wo das Problem sein könnte, kannst du haben. Ich brauche die Adresse. Das Einzige, was du mir dann geben musst für den Rechner, warte, ich mache jetzt mal, ich halte mal drauf, für den Kleinen. Das Einzige, was wir das Porto bezahlen, pack dir den Karton, schicke ich dir runter. Also wenn Interesse besteht an irgendjemanden, der Namen möchte, bitteschön. Ansonsten fliegt er auf den Schrott. Laufen tut er, wie gesagt, ich kriege nur kein Bild. Keine Ahnung, was ist. Ich kenne mich mit den Dingern auch nicht aus, habe ich auch keine Zeit für mich. Da ist großartig, ich dachte, funktioniert, vielleicht musst du nicht viel machen, aber da ist jetzt wieder Sachen für besorgen und hier und da habe ich keinen Bock drauf. Ja, jo. Das ist halt Camillos zweitletzter PC gewesen. Und dann hat er mir geschenkt, überlassen, weil er einen neuen hat, bei der Verlosung gewonnen, von irgendeinem YouTuber-Verlosung. Ja, meine kleine externe, wo private Daten drauf sind. Hier mein Controller halt, mein Gaming-Stuhl von Dix Razer, was anderes gibt es bei mir nicht. Noch nicht. Beste ever ist Teufelsystem 5.1, 600 Watt. Mein Auna-Mikrofon. Also, da steht hier vorne, wo der Popschutz drauf ist. Da kann man ganz wahrscheinlich ganz leicht erkennen. Steht auch noch. Auf jeden Fall. So, ja. Standardwerk, Unboxing. Gibt es auch auf meinem Kanal. Guckt mal unter Unboxing. Da habe ich komplettes Unboxing gemacht für Mikrofon, Standardwerk. Mein altes Gaming-Headset, also über Bluetooth. Ja, aber sind mittlerweile, wie ihr seht, die Membran oben, also die Schützer sind so Fratze und oben löst sich auch schon ganz schön einiges ab. Da sehe ich ja hier unten, also die wahrscheinlich demnächst auch wegfliegen. Obwohl die noch 1A funktionieren, ist nichts dran. Jo, hier habe ich meine zwei Monitore halt.
Ja, ich habe mir dieses Titelbild erstmal vor kurzem erstmal wieder ein bisschen was neu gemacht, was einfallen lassen. Jo, hier habe ich dann halt Sidewinder-Maus und Sidewinder-Tastatur. Und Microsoft von einem alten Computer, den meine Schwester zu Weihnachten gekriegt hat. LED-Beleuchtung, also die Fernbedienung für LED-Beleuchtung habe ich hier unter dem Tisch. Warte, ich könnte mal anmachen. Man könnte das ja eigentlich sehen. Moment. So. Zack, da haben wir die Beleuchtung. Und am Tisch her, hinten rum. Stuhl, geh mal weg. Hat einmal gereicht, hin und zurück zu legen. Na, und nochmal zurück. So, ist aber nicht die einzige Beleuchtung. So, sondern ich habe den gleichen Sensor, der unterm Tisch ist. Das ist auch der hier. Und wenn ich da drauf drücke, dann leuchtet auch hier der Fernseher. Also eine Tastatur für zwei Sachen. Geile Sache, praktisch auf jeden Fall. Blau, grün, gelb und so weiter. Hier von der alten Festplatte ist eine Halterung. Die habe ich mir einfach mal für meinen Controller genommen. Sieht das stylisch aus. Jo, hier das Ding, weil allerdings irgendwie die Batterien leer sind. Wenn das Ding immer die ganze Zeit drin ist, so spare ich Batterien. Ist mir mal so aufgefallen. Jo. Hier mein Greenscreen, den ich bestellt habe. Da habe ich leider kein Unboxing drüber gemacht. Ich weiß auch nicht, ob ich das Unboxing oder das Video drüber gemacht habe oder so. Ich muss da nochmal nachgucken. Im Moment hat ziemlich nachgelassen, irgendwas zu tun. Jo, das ist wie gesagt dann meine Gaming-Ecke hier. Das ist Roomtour. Wohnzimmer. Sofa geht weg. Tisch kommt weg. Das, wenn ich umziehe, geht die ganze Ecke hier, die geht alles mit. Fernseher natürlich und das, was hier alles steht. Das heißt, wir wahrscheinlich irgendwann mal einen 7,5-Tonner Bulli zur Verfügung kriegen, wo dann alles reingeht oder reinpassen sollte. Und dann ist es froh, wenn man so wenig wie möglich hat, damit man alles reinkriegt und dann den Tisch mit den Stühlen kann ich zum Beispiel, Stühle kann ich abnehmen, spart Platz, dann bleibt das nicht so ein Riesending. Den Tisch habe ich damals mal, das heißt damals so kurz und so lange ist noch gar nicht her, ich glaube mal so 5 Monate oder so, für 40 Euro gekriegt, also kann ich nicht meckern. Also wenn man sieht, wie groß das Ding ist, was alles drauf passt, bin ich schon stolz drüber. Ja, kann auch mit dem Stuhl gut runter, ich muss die Lehne etwas runter machen. Dafür sind wir dann ein bisschen zu niedrig, aber gut Platz drauf, so muss das sein. Also einen kleinen Tisch hier, so eine kleine Ecke hier, so das kann ich nicht als Gaming-Tisch nehmen. Das ist wirklich gar nicht. Der zweite Moni steht auf irgendeinem Karton oder so was. Boah, Alter, nee. Grausam. Achso, ihr wundert euch, warum Kabel hier Lichtkabel? Ich kann dann in dem Rechner, habe ich zwischendurch, wenn ich mal auf dem Sofa liege und gucke mir Sons of Anarchy an, dann kann ich den Rechner also auch an den Fernseher anschließen, beziehungsweise umgekehrt. Jo. Das war jetzt mal eine Roomtour. Wohnzimmer, Küche, Schrank, Esszimmer. Ja, Vitrine. Mal gucken, ich weiß nicht, ob die Vitrinen mitnehme. Ob ich für die neue Wohnung da vielleicht irgendwie so ein Regal oder Vitrine ordern kann. Dass ich mir da die Sachen rein, dann fliegen die Sachen auf den Sperrmüll. Fertig. Alles jetzt mal abklären. Ja, wie gesagt, Waschmaschine habe ich da unten, die habe ich jetzt noch verkroppt. Da kriege ich ein paar Kohlen für, da kann ich mir das ein oder andere Spiel mal kaufen bei Steam. Und ich weiß auch schon, was ich mir holen werde. Ja. Bei dem Kühlschrank weiß ich nicht, ob ich den mitnehme. Oder vielleicht nehmen wir den doch und tun den halt unten im Partykeller. Wir haben da, glaube ich, so einen Partyraum, Partykeller in der Wohnhälfte. Ich hatte jetzt die ganze Zeit drauf. Hier haben wir auf jeden Fall auch Gedenken an Andreas Schauerte. Von uns gegangen mit 40. Jawohl. Thomas Richtstein, der hat hier unten in der Ecke gewohnt, da haben wir auch 2017 und 2016 immer Silvester gefeiert, von 2016 und 2017, genau. Das ist meine Oma. Jo, die hat auch Ferienwohnung gehabt damals. Und mein Vater wollte das natürlich nicht haben und das ist magnetisch, das ist alles magnetisch hier. Ja. Also habe ich das einfach mal alles angeklebt. Wenn einer Interesse an diesen Eierkartons hat, auch die kann er kriegen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum ich die sammle, aber ich weiß, dass ich irgendwo jemand mal gesehen habe, der die irgendwie bräuchte oder gebrauchen könnte. Keine Ahnung. Naja. Jo, das war eigentlich mehr oder weniger meine Roomtour. Viel ist nett. Das Video ist schon wieder ein bisschen viel zu lang geworden. Aber naja, so ist das halt. So, mehr habe ich dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Ja. Das war's eigentlich. Im Moment bin ich noch am Gucken, dass ich sage, welche Sachen kriege ich noch weg, welche kann ich noch verkloppen, welche nehme ich mit, welche könnte man nutzen,
Das weiß ich aber hinterher erst, ob ich das eine oder andere mitnehme oder sag, komm, guck bei eBay rein oder sonst irgendwas, Sachen weg oder sperren will und gut ist. Augen zu und durch. Aus dem Keller wird wahrscheinlich auch nicht mehr viel mitgehen. Wie gesagt, das eine Fahrrad will ich wahrscheinlich noch verkaufen. Ich habe noch ein kleines Fahrrad da von Highbike, so ein weißes. Und ein gutes von Cube, das muss ich aber wieder zusammenbasteln. Und das will ich auf jeden Fall behalten, das nehme ich mit, das Pocketbike nehme ich mit, das Werkzeug und die zwei Schränke wahrscheinlich. Damit ich da ein bisschen was Stauraummäßiges habe oder so, es sei denn in einem anderen Haus, da die Wohnhälfte, die wir kriegen, da ist aber schon vorhanden, da brauche ich nur noch die Klamotten so mitnehmen. Wie gesagt, so viel ist es nicht, nur man muss halt vorher alles zusammenpacken, dass man nicht erst wieder hier und da, weil ich habe schon mal einen Umzug mit jemandem für jemanden gemacht, also mit seiner Familie. Da mussten wir erst die ganzen Sachen noch in Kartons packen, weil die zu faul dafür waren. Also das ist ein absolutes No-Go. Wenn ich irgendwo mal jemanden einen Umzug mache oder so helfen, dann haben die Sachen schon fertig in den Kartons zu sein. Weil man macht einen Umzug und kann eins einpacken und dann das bis über 2 Tage zugange, mindestens. Also es geht gar nicht. Naja, in dem Sinne bin ich eigentlich fertig. Jo, das ist so 72 Quadratmeter für mich alleine. Jo. Nicht schlecht, nicht übel, sprach der Kübel, kurz in die Ecke. Aber da ja der Flur vorne weg ist, sind es keine 72 mehr, wahrscheinlich nur noch 70 oder 69. Von daher, bäh. Jo, das war's damit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Zusehen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal oder bis zur nächsten Roomtour. Schauen wir mal. Euer Virus und ciao mit V.